Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Wir sind letztes Mal. Wir sind letztes Mal. Einer weniger geworden. Ah ja, genau. Also Claudio ist irgendwie, hat irgendwie seine eigenen Sachen jetzt zu erledigen. Und mich stört irgendwie, dass es hier regnet, weil ich glaube, dann kommt es nicht zu dem Foto, das promptet. Nein, nehmen wir mal. Oh, wo gibt's da Gegner? Ah, da vorne natürlich. Ganz klar. My apologies. Hier könnten wir natürlich einen Elementarzauber anwenden, aber es macht nicht wirklich Sinn, weil die sind alle relativ schwach gegen das, was ich in der Hand habe, nämlich den Donnerkeil. Wenn ich sie treffe. You rang? Must say, I'm amazed. What can I say? So, das war's schon. Gar nicht so schwierig. Die Truppen, die hier stehen, sind irgendwie zufallsausgewürfelt, glaube ich, weil es kann sein, dass entweder ein Mech mit drei Schützen oder vier Schützen kommt. Oder es kann auch sein, dass drei Magitech-Assassinen kommen. Oder ich glaube, fünf Marodeure gibt es auch. Also so Gruppen immer. Und je nach Gruppe ist es halt schwieriger oder einfacher bei denen vorbeizukommen, weil die speziell die Marketing-Assassinen. Ups, hier wollte ich vergessen irgendwas. Stopp. Ich hab was vergessen. Da hinten gibt es nämlich etwas Tolles, das wir aufsammeln sollten und nicht vergessen sollten. Und die Position dieser Straßensperren verändert sich auch, nämlich es gibt entweder da vorne, wo wir eine hatten, oder genau hier eine. Also je nachdem, wo die Straßensperren sind, verhält sich das etwas anders immer. Da oben gibt es noch einen Schatz aufzusammeln, den man quasi nicht verpassen kann, wenn die Straßensperre weiter unten ist, aber in dem Fall hier jetzt nicht. Kaktonal, ich glaube, das brauchen wir zum Aufwerten von einer der Maschinenwaffen für Prompto, aber ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig genau erinnern. Ist auf jeden Fall ein super tolles Teil, das man so einfach jetzt nicht bekommt normalerweise. Schauen wir mal, ob Prompto das Foto überhaupt machen will. Everything in order. Weil wenn es regnet, glaube ich, will er nicht. Dann kann es sein, dass er eben. Ja, okay, natürlich. Ja, go for it. Woohoo! Ich bin mir nicht sicher, ob das jedes Mal kommt, aber ich hatte es bis jetzt jedes Mal, wenn ich das Story-Event hier gemacht habe, dass auf der Brücke Prompto fragt, ob man nicht vom Vespa-Spiegel ein Gruppenfoto machen soll. Ich glaube, wenn man ablehnt und wartet, bis Claudio wieder in der Gruppe ist und dann nochmal hierher fährt, dann kriegt man diesen Prompt, glaube ich, nochmal. Ist mir jetzt aber allerdings nicht so extrem wichtig, deswegen habe ich es jetzt gleich ausgelöst. Außerdem bringt das Ignis automatisch dazu, hier abzubiegen. Und wir wollen da unten nämlich auch einige Gegenstände noch aufsammeln. Also apropos Gegenstände. Damit ich hier nicht vollkommen blind durch die Gegend fliege. Schauen wir mal kurz, was da ist. Ah ja, genau. Hier haben wir es schon. Das war das F7 eigentlich. Platinbahn. Es gibt noch weiter vorne. Bei der ersten Serpentina-Kurve hätte es noch eine Platinbahn gegeben zum Aufsammeln. Den brauchen wir nicht zu dringen, glaube ich. Und wir können ihn später auch noch holen, deswegen habe ich ihn mal liegen gelassen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, hier Assassinendolche zu bekommen. Wir haben allerdings schon drei gehabt und haben einen schon verkauft, das heißt, wir brauchen nur zwei. Zahlt sich auch nicht wirklich aus, die aufzusammeln hier. So, und hier unten gibt es eigentlich keine Gegenstände zum Aufsammeln. Sondern nur unsere Chocobo-Lizenz wieder erweitern, verlängern oder je nachdem, wie man es sehen will. Und dann gehen wir einfach unten hier ein Foto machen. Das Foto wird wahrscheinlich nicht so toll werden, nachdem es hier regnet. Aber man tut, was man kann. Und da unten, hier im Vespa-Spiegel, hier im Vespa-Spiegel gibt es auch den Myrl-Wald, wo es eine Königswaffe zu finden gäbe.
Wir könnten den jetzt machen, aber ist nicht wirklich notwendig und ich warte lieber auf Gladio, weil das sind alles Erfahrungspunkte, die Gladio sonst nicht bekommen würde. Und deswegen machen wir hier mit der Story weiter so schnell wie wir können. Und dann, wenn Gladio wieder in der Gruppe ist, kommen wir auf jeden Fall nochmal hierher. Nichts zuletzt deswegen, weil es hier auch in der Nähe dann die Jägerzentrale gibt. The gang's all here, see? Us? Ja. Alle von der Gang sind leider nicht da. Sondern nur ein Teil davon. So, hier werden wir noch Elementarenergie aufsaugen. Und zwar, wir haben einen Slot frei. Das heißt, wir können Magie verbrauchen. Das ist sehr gut. Haben wir jetzt einen oder zwei? Wir sammeln nämlich noch einen Magieflakon auf. Das heißt, wir können hier, ohne zu zögern, hier das herstellen. So, wir haben hier noch dreimal, einmal Blitzerfeuer. Blitzer brauchen wir eh nicht. Nächstes Mal. Wir brauchen Eisra. Eisra haben wir noch genug. Schwierigkeit ist Stufe 90. Das heißt, wir werden trotzdem einen Blitzzauber herstellen. Weil der uns am ehesten ausgehen wird. Was ist mit dem da oben? Die sollten wir auch immer verbrauchen mal. Das Problem ist an Magie, es ist so stark, dass ich sie permanent nicht verwenden will, weil sie einfach die Kämpfe zu einfach macht. Hoppala. Also 50 Feuer, 99 Blitz. Zu Magie craften jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es ja genau erwähnt habe. Magie ist so, man steckt ein Element rein, das das dominante Element ist, von dem ist das meiste drinnen. Und das wird das Element des Zaubers, in der Regel. Man kann dann von den anderen Elementen auch was reinstecken. Und bei denen ist es so, für jede zwei Elementeinheiten, die man reinsteckt, wird die Kraft des Zaubers um 1 höher. Das heißt, auch wenn ich jetzt 5 Feuerelement reingegeben habe, ist das nur 25 höher, wenn ich keins reingebe. Also die Sekundärelemente tragen quasi nur zur Hälfte bei. So, zusätzlich ist dann so, wenn das Primärelement mehr als die Hälfte hat, bleibt es ein Elementarzauber. Wenn es weniger als die Hälfte hat, dann wird es ein Dualzauber oder ein, wenn alle drei immer die gleichen Anzahl von Kraftelementen drin haben, auf jeden Fall ein Trizauber, so wie der Aos Duae zum Beispiel ist ein Dualzauber, den wir ganz oben hier in der Liste sehen. Und diese Dualzauber, die richten sich nach einem Primär- und nach einem Sekundärelement. Das Primärelement ist das, was am meisten drin ist, und das Sekundär ist das, was was weniger drinnen ist. Das Sekundärelement kommt nur dann, wenn es eine Verkettung gibt. Das heißt, man gibt hier irgendwelche Gegenstände rein, und es gibt Gegenstände, die eine 2er, 3er, 4er oder 5er Kette auslösen. Diese Ketten ist so, dass der erste Teil der Kette ist immer das normale Blitzer, in dem Fall Blitzer, also das normale Element. Der zweite und alle folgenden haben eine 50-50 Chance, jeweils immer das Element zu switchen. Das heißt, dann in dem Fall wäre das eine 50-50 Chance, entweder Feuer oder Blitz zu haben beim zweiten Kettenglied und so weiter bis zum letzten Kettenglied. Das heißt, man kann sich dann nicht genau sicher sein, welches Element dann im Endeffekt bei den Kettengliedern ankommt, aber man muss halt dann schauen, dass das zweite Kettenglied oder das zweite sekundäre Element vom Zauber nicht gegen, also dass der Gegner dann nicht das zumindest absorbiert, weil dann könnte es schlecht enden. Ja genau, Lasersensoren. Lasersensoren sind übrigens sehr stark, also sehr gut, um Zauber sehr stark zu machen. Das heißt, wir werden gleich mal einen sehr starken Blitzzauber herstellen, indem wir hier auf 200, genau. Und genau, die Stärken der Zauber sind normales Blitz bis Kraft 100. Und ab 100 bis 200 ist es Blitzra und ab 200 und darüber ist es Blitzgar. Und das gar ähnlich verhält sich es mit den Aas-Dua und Aas-Quad-Zaubern, also die haben ein ähnliches Namensschema. Und bei denen ist es natürlich so, wenn es kein Primärelement gibt, sondern wenn zwei Elemente gleich viel haben oder drei Elemente gleich viel haben, dann wird immer eins zufällig von den Elementen ausgewählt, die am meisten drinnen haben. Wir können hier zum Beispiel 5 reingeben, das wird schon ziemlich stark werden. Wow, 250 ist schon ziemlich stark. Okay, ja. Aber die Lasersensoren sind auch nicht wirklich billig, also die findet man nicht so oft. Zumindest bis Kapitel 13, glaube ich nicht. Wir bekommen einen neuen Blitzkerzauber und können wieder Magie aufsammeln hier. Hey! So, und
Ah, drüben sind die ganzen Zauber. Und zwar hier irgendwo, genau. Wir könnten theoretisch hier übernachten. Die Storage-Frequenz ist quasi so eingestellt, dass wir, dass man zu einer bestimmten Tageszeit wegfährt mit dem Auto. Automatisch von der Story vorgegeben. Und wenn man etwas die Umgebung erforscht, dann kommt es dazu, dass man dort ankommt, wo man hinkommen will, am Ende des Tages. Was auch Sinn macht, weil aus einem bestimmten Grund wollen wir dorthin erst kommen, wenn der Tag schon fast vorbei ist. Den wonder what Gladio's up to right now. Ja, genau. Meeting girls probably. Genau. Son of a bitch. Son of a bitch. Warum das gleich eifersüchtig? Okay, wir fahren mal weiter. In order. Yep. Und dann kommen wir auch zu etwas, was ich wieder mal vom Storytelling her wirklich schlecht finde. Ist ja nichts Neues hier. Also wir wissen gerade, ist nicht da. Und wir wissen aber nicht warum. Also er sagt nur, ich muss etwas anderes erledigen. Hey, was ist das? What the fuck? Ignis, pull over a sec. Okay. Certainly. Normalerweise mache ich das nicht, aber hier, hier mache ich eine Ausnahme. Ich glaube, den muss ich mir vorknöpfen. Der gibt mir auch Krötensteaks, die ich ja super toll in Essen für uns verwandeln kann. Komm, 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 komm. Karpfenkröte, yes. Speer, Eis, ja, sehr gut. Autsch. Da müsste man natürlich die Voraussicht haben, hier nicht sich blöd so anzustellen. Not the time for horseplay. Don't mean to do that. Yes, jetzt sind wir endlich hinter ihm. Pronto! Thought you'd never ask. Yes, okay. You like that? Karpfenkrötenfleisch mal zwei, super. Was that perfect or what? Ja, das ist sehr perfekt, ja. Okay, genau, also wir wissen, Glado ist weg. Wir wissen allerdings nicht, warum. Wir werden später nochmal treffen. Was ist jetzt? Ich hab den doch gerade besiegt. Ah, okay. Okay, ja. Right. Okay. No Gladio, no not on. Well, no, what hit them? We got this. Wir könnten nämlich hier theoretisch. Genau, wir werden hier einfach mal den Eisbär wechseln gegen einen von unseren groben Zaubern hier. Und zwar den hier. Und schauen, was der also anstellen kann. Wow! Brilliant. Oder? Oh, der Mech ist gar nicht tot. Let's put it out of its misery. Ja, hier haben wir den nächsten Lasersensor. Also die droppen meistens von irgendwelchen großen mechanischen imperialen Dingern. Ja, da gibt es noch etwas aufzusammeln. Gleich kommt auf jeden Fall wieder zurück, aber das Zurückkommen ist erstens einmal wirkt es irgendwie total reingepresst, ohne Kontext. Und zweitens gibt es einen Foreshadow darauf, wann er zurückkommt und was das alles zu bedeuten hat. Und zwar auch ziemlich plump, wenn ihr mich fragt. Und zwar hier bei der Abzweigung, wo wir dann aus dem Auto aussteigen werden. Es kann sein, dass da vorne noch Imperiale sind, die würde ich mir dann auch vorknöpfen, wenn sie da sind, aber normalerweise nicht. Ja, sind nicht da. Do we have to walk? Oh ja. Sie sind doch da. Was? Was ist das hier? Hallo? Ich hab noch nie gesehen. Was soll das? Ah, da hinten sind. Okay, das ist neu. Yes! Gotcha! Ist okay, Noctis. Alles gut. Der Vorteil von höheren Elementarzaubern ist auch der, dass die Fläche, auf die der Zauber wirkt, viel größer wird. Das heißt, man hat es gesehen.
die Fläche, die der Zauber hier eingenommen hat, war riesig vorher. Und das ist deswegen, weil er über 200 Stärkepunkte hat. How is Lestalem going to survive without power? How am I going to survive without power? Don't know. Radio still works though. Ja, okay. Die zwei unterhalten sich darüber, dass in Lestalem irgendwie der Strom ausgefallen ist. Niemand weiß, warum. Speziell hat das mit dem, was wir jetzt gerade machen, nichts zu tun. Und ich habe beim ersten Mal durchaus komplett darauf vergessen, dass es die zwei Typen hier gibt und die sich über das unterhalten haben. Ich bin mir sicher, dass ich es gehört habe, weil ich konnte mich an die Unterhaltung erinnern. Aber beim ersten Mal ist mir das so schnell entfallen, dass ich den Kontext gar nicht herstellen konnte, dahingehend, als dass er etwas damit zu tun hat, mit etwas, das wir später machen werden. Und zwar werden wir später nach dieser Story-Aufgabe das darum wieder helfen, an Strom zu kommen. Aber wie das passieren wird, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es wirkt doch sehr unfertig. Also, hey, was ist da jetzt? Hier gibt es übrigens einen neuen Gegner, den wir noch nicht gesehen haben. Und der sehr, 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 sehr ikonisch ist für Final Fantasy. Wo ist er? Ah, da ist er schon. Ein Cockatrice. Der ist Level 35, also der kann uns auch verwirren. Also, der ist ziemlich mühsam. Deswegen schauen wir, dass wir den so schnell wie möglich erledigen können. Ready for this? You're done. What's up? No way. Also gleich mal das Limit anwenden. This doesn't look too good. Schauen, dass wir ihn vielleicht sogar wegbekommen. Knapp. Ja, sehr gut. Weil die zwei Basilisken, die wir hier haben, sind zwar auch schwierig, also nicht schwierig, aber sind zwar auch nervig, aber bei weitem nicht so nervig wie der Cockatrice. Wenn ihr das Limit nicht habt, dann kann ich euch nur raten, dass ihr sehr viel mit Warp Strikes arbeitet. Weil der Cockatrice wirklich super stark ist am Anfang. So, was ist das? Ah, der zweite Basilisk ist auch schon weg. What's what? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Genau, Sachs am Reis, den wir erst von Taka bekommen haben. Und Basiliskenfleisch gibt ein neues Rezept. Ich bin vergiftet, das werde ich allerdings, glaube ich. Ja, wir können es ausnahmsweise mal bekämpfen hier. Man könnte hier natürlich auch den Chocobo nehmen und den Cockatrice komplett ignorieren. Ist auch kein Thema. Man kann auch aus dem Gebiet einfach rauslaufen und den Cockatrice ignorieren. Also funktioniert beides relativ gut. Also kein Stress. So, oh. Und wer genau aufgepasst hat, weiß schon, welches Auto das hier ist. Illuminate! You're such a nerd. Und wie ich vorher erwähnt habe, wenn man das alles so macht, wie es vorgesehen ist, so nicht, dann landet man hier. Bei dem Marker, der hier das Story weitergehen lässt. Genau dann, wenn es irgendwie dunkel wird. Und das macht auch wirklich Sinn. Weil wir das später auch brauchen werden, die Dunkelheit. So, wir gehen mal zu dem Marker und schauen, was uns dort erwartet. Wer könnte es anders sein als unser guter Freund... Oh. Regenbogensplitter? Nein, unser guter Freund Arden. What a pleasant surprise. Told you he'd be waiting. With my imperial friends, no less. Splendid. But fear not. I'll put in a good word. Well, come along then. Don't stray too far, lest you get left behind. And surely, you'd rather avoid unnecessary scuffles. Seeing as you're now a trio. Oh dear. Touchy subject. One we won't discuss with you. Then let's discuss why you're here. It can't be archaeology. Mithril, perhaps? This guy's reading our thoughts. Ich muss ja kurz mal erwähnen, wie super toll ich die Grafik finde. Also dieser leichte Dunst, der durch den Nebel, durch den Regen in der Luft hängt. It's a precious resource, you see. We can't just let anyone get their hands on it. But you'll help us get ours on it, right? I never said that. Of course you didn't. Where is the fun in that? I thought you'd rather dig it up yourselves. Fear not, I'll be but a moment. A moment doing what? Beats me.
All clear. Go ahead. Okay. Da vorne sehen wir, das ist Ariana Highwind, die wir schon kennen. Und bevor wir allerdings zurückgehen, können wir hier bei den imperialen Typen noch etwas kaufen. Oder einkaufen noch. Wie gesagt, wenn ihr keine Elixiere habt, jetzt mindestens auf 10 aufstocken. Oder wenn ihr wirklich überlevelt seid, dann reichen auch 5. Vielleicht braucht ihr nicht mal die, aber es ist besser, sie zu haben und sie nicht zu brauchen als umgekehrt. Das könnte sonst sehr unangenehm werden. Und hier können wir noch Sachen kaufen, die wir noch nicht haben, und zwar ein Eisbrandschwert. Hartstein kennen wir schon, haben wir schon den Rest. Rebellion für Prompto kaufen wir auch auf jeden Fall. Und ein Donnerschild, ein Flammenschild für Gladio natürlich. Die restlichen Sachen brauchen wir nicht, also Engelsachen, die kennen wir schon, brauchen wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht, also ich kaufe mal welche, ich habe genug Geld momentan. Das war's auch schon. Und was wir hier mit Ariana besprechen sollen, ob wir unser Mithril finden und wie es nachher weitergeht, das seht ihr in der nächsten Doppelfolge von Let's Play Final Fantasy XV. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.